Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer. Ich finde das sehr schade, dass es bei diesem Thema hier gerade zum Teil sehr laut geworden ist, dass man dann doch brüllen muss. Also finde ich nicht schön. Die Dinge, die passiert sind, dürfen nie wieder passieren. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber wie mein Kollege schon gerade erläuterte, reichen die Beschlüsse vom runden Tisch nicht aus. Ein reines Mehr desselben kann nicht die Lösung sein. Was wir brauchen, ist eine komplette Neukonzeption der Flüchtlingsunterbringung in diesem Land. Der Antrag mit diesem Titel hat übrigens heute Geburtstag. Er wird genau ein Jahr alt. Wir müssen insgesamt weg von einem System der Überwachung hin zu einem Betreuungssystem, das der Perspektive der Flüchtlinge den absoluten Vorrang einräumt. Nur so kann verloren gegangenes Vertrauen wiederhergestellt werden. Vertrauen auf der einen Seite natürlich bei den Flüchtlingen, bei den Menschen, die zu uns kommen, häufig traumatisiert und hier wieder beängstigende Situationen durchleben mussten. Vertrauen aber auch bei der Bevölkerung hier im Land. Die Bevölkerung, die verunsichert auf überfüllte Massenunterkünfte in der Nachbarschaft reagiert. Bereits am 8. November 2012, also vor 2 Jahren, sagte ich hier in diesem Plenum, ich zitiere, da es aus weltpolitischer Sicht immer wieder zu einem Anstieg von Flüchtlingsströmen kommen wird, müssen wir die Kommunen in ihrem Bestreben, menschenwürdige Unterkünfte zu schaffen, stärker unterstützen. Denn Integration ist eine Sache der Wahrnehmung. Glauben Sie mir, die Bevölkerung nimmt deutlich wahr, wenn Flüchtlingsheime aus allen Nähten platzen. Zitat Ende. Es geht also um Vertrauen in Ihre Flüchtlingspolitik. Unser Antrag fordert zur Vertrauensgewinnung daher zuallererst die Einführung eines unabhängigen Flüchtlingsbeauftragten. Er soll Ansprechpartner sein für Flüchtlinge, aber auch für Mitarbeiter der sozialen Beratungsstellen, Flüchtlingsinitiativen und für die Bevölkerung vor Ort. Die SPD in Schleswig-Holstein hält ihren Flüchtlingsbeauftragten übrigens für unverzichtbar. Ich denke, Sie, liebe Landesregierung, haben bewiesen, dass es genau so ist. Meine Damen und Herren, wir brauchen Mindeststandards. Wir brauchen klare Vorgaben, wie Menschen unterzubringen sind. Wir hatten letzte Woche zu dem Thema minderjährige Flüchtlinge eine Anhörung. Ich will nicht viel dazu sagen, vielleicht nur eins. Wir stehen ganz am Anfang. Es wurde deutlich, dass wir zum Beispiel Busverbindungen zu Flüchtlingsunterkünften brauchen, dass wir ein angemessenes Maß an Privatheit in den Unterkünften benötigen und hinreichend qualifiziertes Personal. Wir brauchen diese festgelegten Standards aber nicht um der Standards willen, sondern damit die Aufsichtsbehörden klare Vorgaben haben, was sie eigentlich überprüfen sollen. Wir, die Piratenfraktion, fordern das nicht erst seit Burbach. Wir fordern das seit 2,5 Jahren. Es ist natürlich äußerst bedauerlich, dass so ein Vorfall erst öffentlich werden muss, damit sich eine politische Mehrheit für die Verbesserung der Situation in Flüchtlingsheimen findet. Lernen Sie daraus, handeln Sie jetzt und leiten Sie den Systemwechsel ein. Tun Sie nicht nur das Selbstverständliche, sondern denken Sie auch über unsere Forderung nach. Der gemeinsame Wille zur Veränderung ist hier bei Ihnen allen vorhanden. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin.